Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit dem Thema Das Erbe des deutschen Uranbergbaus digital verarbeiten. Hierbei geht es um die Aufarbeitung der Geschichte der Wismut-SDAG, die in der Deutschen Demokratischen Republik Uran für die sowjetische Rüstungsindustrie abgebaut hat. Mein Name ist Jaroslav Koschelew. Ich bin seit einem Jahr Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Im Augenblick studiere ich die Geschichte der Wissenschaft und Technik an der TU Berlin und bin im Wismut-Erbe-Zeitzeugenprojekt erstens für die Redaktion der Datenbankinhalte und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Ton- und die Filmarbeit kommt hinzu und schließlich bin ich auch mit der Akquise und der Arbeit mit den sowjetischen Zeitzeugen beschäftigt. Mit diesem Bild möchte ich einfach nur zeigen, ich bin ein Mitglied in einem großen Team. Wir haben ein Team A und ein Team B. Das Team A kommt aus Leipzig, besteht aus 3 Personen und ist für die Archivrecherchen zuständig, sowie die Konzipierung der Datenbank. Und das Team B, das sind wir, das Zeitzeugenprojekt unter der Leitung von Frau Astrid Kirchhoff, die heute auch mit anwesend ist. Und größtenteils kommen wir zwar aus der Geschichte, sind aber, wie Sie hier sehen können, ziemlich interdisziplinär aufgestellt mit Personen aus der Humangeografie, Kunstgeschichte, Sozialwissenschaften und Kultur. Genau, die Teamübersicht können Sie sich auch in unserem Blog einblenden. Dort sind nochmal die Lebensläufe der Mitglieder zu sehen. Aber kommen wir zu der Gliederung. In meinem Vortrag wird es zunächst darum gehen, einige wichtige Eckpunkte aus der Geschichte der Wismut-SDAG zu beleuchten und zu erzählen, wann und warum die Wismut existierte, wofür sie steht und was ihre Ziele gewesen sind. Danach berichte ich über die Ziele und Ergebnisse unseres eigenen Projekts und gebe einen Einblick in die Besonderheiten unserer Arbeitsweise. Schließlich gehen wir alle zusammen in die Backend-Datenbank, welche wir live besichtigen werden, aber auch den öffentlichen Prototypen der Frontend-Forschungsumgebung Wismut-Erbe-Forschung. Und dazu auch natürlich die Zeitzeugen-Mediathek. In dieser Forschungsumgebung wurden die Interviews zusammengeführt, archiviert und öffentlich zugänglich gemacht. Und ich werde von der Art und Weise berichten, in welche wir die Datenbankinhalte eingepflegt haben, wie sie innerhalb der Datenbank miteinander verknüpft wurden und auf welche Weise der Benutzer darauf zugreifen kann und mit welchen Recherchemethoden am besten gearbeitet wird. Unser Projekt hatte dabei einige Besonderheiten. Zuerst einmal die Arbeit mit älteren Zeitzeugen, oft über 80 oder 90 Jahren, fand in den schweren Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Und das erforderte natürlich einen starken Einsatz der neuen digitalen Technik und brachte natürlich ganz neue und unerwartete Herausforderungen mit sich. Und auch das können wir gerne im Vortrag ansprechen. Auch aufgrund der strengen Datenschutzbestimmungen in Deutschland war eine proaktive Zeitzeugenrecherche für uns nicht möglich, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt möglich. Und daher mussten wir das Gros unserer Zeitzeugen mit Hilfe von Aufrufen in den öffentlichen Online- und Printmedien, im Radio und Fernsehen, aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Blog Urangeschichten oder mit einer zusätzlichen Facebook-Seite akquirieren. Ein Alleinstellungsmerkmal unserer Forschungsumgebung sind die russischsprachigen Interviews von sowjetischen Spezialisten, die bei der Wismut-SDAG in Führungspositionen beschäftigt wurden. Und auch an dieser Stelle war die digitale Vernetzung der Schlüssel zu einem erfolgreichen Austausch. Was ist also die Wismut? Ganz in Kürze, die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut war das viertgrößte Bergbauunternehmen der Welt. Und in den Schächten und Betrieben der Wismut-SDAG förderte von 1947 bis 1991 geschätzt 500.000 Menschen rund 230 Tonnen eingereichertes Uran. Dieses Uran wurde in die Sowjetunion gebracht und versorgte die Sowjetunion mit den notwendigen Rohstoffen für den Bau der Atombomben. Ein Katalysator für diesen stark forcierten Ausbau des Uranbergbaus waren die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, die die Sowjetunion dazu veranlassten, ein eigenes Atombombenprojekt mit allen Mitteln durchzusetzen. Die Wismut war dabei in der DDR ein abgeschotteter Staat im Staate und verfügte über ganz eigene politische, polizeiliche, kulturelle und kommerzielle Strukturen, die den Arbeitern der Wismut auch eine sehr privilegierte Sonderstellung innerhalb der DDR-Gesellschaft ermöglicht hatten. Und viele von ihnen gelangten so zu einem Leben in Wohlstand und andere zahlten aber einen sehr hohen Preis und erkrankten an Silikose oder tödlichem Lungenkrebs.
Gleichermaßen stellte die Uranerzförderung einen sehr tiefen Eingriff in die Umwelt dar, sodass ganze Landschaften und Orte von der Landkarte verschwanden. Und nach der Wiedervereinigung wurde die Uranförderung aber schließlich eingestellt und die SDRG in eine GmbH umgewandelt. Und bis heute ist die GmbH mit der Sanierung und Rekultivierung der ehemaligen Lager- und Aufbereitungsstätten beschäftigt. Kommen wir aber zuerst zu Frühzeit-Wismut, zu den sogenannten wilden Jahren. Also die sowjetische Wismut-Aktiengesellschaft wurde im Mai 1947 mit dem Ziel der Uranerzgewinnung in der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland gegründet. Das Unternehmen wurde dabei vom sowjetischen Innenministerium NKWD geleitet und die Finanzierung des Uranbergbaus erfolgte bis 1953 als Reparationsleistung. Und schon 1950 deckte die Wismut rund 60% des Uranaufkommens der sowjetischen Atomindustrie ab. Die Erkundung, der Abbau und die Verarbeitung der Erze erforderten aber außergewöhnlich viel Personal, sodass ab Januar 1946 hunderte Tausende Arbeitslose im Uranbergbau zwangsverpflichtet wurden. Allein bis 1952 wurden fast 450.000 Arbeitskräfte für den Uranbergbau angefordert. Folgen waren zum Beispiel eine starke Fluktuation, denn diese Arbeiter, die zwangsverpflichtet wurden, sind oft nicht lange geblieben. Die Arbeitsbedingungen waren denkbar schlecht in der Frühzeit und Arbeitsschutzmaßnahmen gab es kaum. Man hat die Risiken in Kauf genommen und bis in die 1950er Jahre hinein noch trocken gebohrt und die Schächte nur schlecht bzw. nur notdürftig belüftet. Einen gezielten Strahlenschutz gab es bis Mitte der 1950er Jahre nicht. Die Folge waren zahlreiche Erkrankungen, wie etwa Vibrationsschäden an den Gelenken, Schwerhörigkeit, schlimmer noch Silikose oder Lungenkrebs. Und bis 1989 wurde bei rund 15.000 Bergleuten Silikose und bei rund 5.000 Leuten Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt. Aber die Dunkelziffer könnte durchaus größer sein. Diese Zeit bis ungefähr Mitte der 1950er Jahre ging in die Geschichte als die wilden Jahre ein. Nachdem sich aber eine langfristige Perspektive für den Uranbergbau abzeichnet, wandelt sich auch das Betriebsregime der Wismut. Denn eine schnelle Steigerung der Produktion ließ sich nur mit einer gut qualifizierten und einer motivierten Belegschaft realisieren. Und als Folge davon war ein System von Leistungseinreizen. Dazu gehörten ein stark leistungsbezogenes Lohn- und Prämiensystem, die Ausgabe von zusätzlichen Lebensmitteln bei Übererfüllung der Normen und ein Wismutzuschlag von 40% zum Lohn für Untertagearbeiter. Außerdem gab es noch eine Treueprämie in Abhängigkeit von der Dauer der Betriebszugehörigkeit, steuerfreien Trinkbrandwein, auch Kumpeltod genannt, und Zigaretten. In der Frühzeit ein auch geschätztes Gut. Grob gerechnet lagen die täglichen Lebensmittelrationen der Wismut-Bergleute auch doppelt so hoch wie die eines Schwerarbeiters in der Industrie. So konnte die Wismut durch diese ganzen attraktiven Maßnahmen auf Zwangsverpflichtungen ab 1949 verzichten. Und im Jahr 1950 waren mehr als 200.000 Menschen bei der Wismut tätig. Die Wismut verwandelte sich also zu einem attraktiven und einem gesuchten Arbeitgeber. Und damit enden auch die wilden Jahre, ungefähr mit der Gründung der gemischten sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft SDRG Wismut im Jahr 1954. Ab dieser Grenze ist die Uranerzförderung nicht länger als Reparationsleistung anzusehen, sondern die UdSSR und die DDR teilen sich jeweils den Kosten des Bergbaus. Die folgenden 1960er Jahre waren aus wirtschaftlicher Sicht die besten Jahre für die Wismut-SDRG. Der Schwerpunkt des Abbaus verlagert sich aus den alten Schächten von Sachsen nach Thüringen, wo sehr reiche Uranerzvorkommen entdeckt wurden. Und bei solchen reichen Lagerstätten lohnte auch der Übergang zu ganz neuen Abbautechniken, zum Beispiel dem Kammerbau. Der Vorteil bestand darin, dass die Arbeitsgänge weitgehend mechanisiert wurden und auch Großtechnik konnte eingesetzt werden. Dadurch wurden die Arbeiter geschont. Das Uranerz konnte dadurch kostengünstiger als zuvor gewonnen werden. Erheblich verbessert wurde auch der Strahlenschutz für die Bergleute unter Tage, zum einen durch die Stilllegung von ganz besonders gefährlichen Betriebspunkten, durch eine bessere Belüftung der Schächte, durch den Einsatz von Radonfiltern,
und durch regelmäßige ärztliche Untersuchungen. Und das alles zusammen minderte das Risiko, an schweren Krankheiten zu erkranken, immens. Und schon um ca. 1963 lässt sich in den Statistiken ein Abfall des Risikos an Lungenkrebs zu erkranken. Modernisiert wurde die Aufbereitung der Uranerze auch durch neue Anlagen in Crossen und Seringstedt, denn dort wurde das chemische Urankonzentrat Yellowcake hergestellt. Aber bei der Aufbereitung von diesem Urankonzentrat fielen sehr große Mengen an giftigen Rückständen an, die in Absetzanlagen und sogenannten Sumpfteichen eingeleitet wurden. Und so wurde alleine in Seringstedt rund 100 Millionen Tonnen Uranerze mit Schwefelsäure verarbeitet. Die Umweltaktivisten kritisierten seit den ca. 1980er Jahren die davon ausgehenden Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung und wiesen auf langfristige Gefahren hin. Unfälle passierten auch, so gab es zum Beispiel Dammbrüche, wo das giftige Material ausgeschwemmt wurde. Die besten Vorkommen wurden circa ab 1980 abgebaut bzw. erschöpften sich und die fortschreitende Mechanisierung konnte diese Verluste nicht wieder wettmachen. Und damit stiegen auch die Kosten für den Uranerzbergbau rasch an, was auch zu beachtlichen politischen Spannungen zwischen der DDR und der UdSSR führte. Nach der Wende schließlich wurde das deutsche Uranerz für die sowjetische Atomindustrie nicht mehr benötigt und auf anderen Märkten hatte das teure und mit extrem hohem Aufwand gewonnene Erz auch wenig Chancen. In den Bergbaugebieten aber gab es nun große und problematische Hinterlassenschaften. Fast 4000 Hektar Flächen waren zu sanieren, über 300 Millionen Kubikmeter Haldenmaterial mussten abgetragen werden, giftige Schlammteiche der Absetzanlagen mit einem Volumen von mehr als 160 Millionen Kubikmeter Inhalt mussten versiegelt werden. Und unter Tage galt es auch, Grubenbaue mit einer Länge von fast 1400 Kilometern zu sichern und zu verfüllen. Das Wismut-Erbe sind aber nicht nur die physischen Hinterlassenschaften des Bergbaus, die ich gerade erwähnt habe, sondern auch die historischen Materialien in Archiven und die ganz persönlichen Lebensgeschichten der Menschen, die in der Wismut gearbeitet und gelebt haben. Und an dieser Stelle kommt auch unser Projekt ins Spiel. Und jetzt machen wir einen Kunstgriff und teilen ein Video, welches das MDR über unser Projekt veröffentlicht hat. Ich hoffe, es funktioniert ohne zu ruckeln. Falls es doch ruckelt, melden Sie sich bitte. Ja, Ost und West, ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Die Wismut letztendlich auch. Denn der Krieg endete mit den US-amerikanischen Atombomben, die Sowjetunion auch entwickelte. Dazu brauchte man Uran, ein seltenes und gefährliches Erz. Die einzige nennenswerte Lagerstätte in Europa und Asien liegt zwischen Gera und Jachimov in Tschechien. Und so entstand die deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft Wismut. Das weltweite Wettrüsten bezahlten viele Kumpel hier bei der Wismut mit Krebs. 30 Jahre nach der Wende wollen Sachsen und Thüringen ihre Geschichte für die Nachwelt erhalten. Erstmal dieses wunderschöne Bild hier. Die Verdienstmedaille der DDR, heimlich gemachte Fotos von seiner Arbeit. Karl-Heinz Gründel erinnert sich an seine Zeit bei der Wismut. Mit 14 begann er als Lehrling, geblieben ist er über 40 Jahre in verschiedenen Positionen. Die Wismut war seine Existenz, sagt er heute. Im Rahmen eines Forschungsprojekts berichtet er als Zeitzeuge über seine Erfahrungen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es viele Hunderte oder wie viel auch immer Tote gab, Nachfolgeerscheinungen. Es gab die Silikose, es gab Lungenkrebs und was weiß ich. Aber der Großteil der Menschen, das darf man mal sagen, die haben durch die Wismut eine gute und sichere Existenz gehabt. Rückblick. Unter dem Tarnname Wismut wurde ab 1946 im Erzgebirge Uran abgebaut. Die Sowjetunion stellte damit die Uranressourcen zunächst für ihr militärisches Atomwaffenprogramm, später für die 30 sowjetischen Atomkraftwerke sicher. Wegen der Strahlenbelastung war die Arbeit gefährlich, dafür wurde sie gut bezahlt. Nach der Wende wurde der Abbau eingestellt, die Landwirtschaft mit Milliarden renaturiert. Das prägte die Menschen. Wie? Auch das soll Gegenstand des Forschungsprojekts sein. Das Wismuterbe, unser aller Erbe letztlich, ist, die wir in diesen Gegenden hier leben. Und wir können dieses Erbe nicht ausschlagen. Wir müssen es annehmen. Und daher denke ich, dass es besser ist, dass wir uns damit befassen.
Bis zu 50 Zeitzeugen wollen die Wissenschaftler interviewen. Im Moment suchen sie noch Wismutfrauen. Auch die Archive wollen die Wissenschaftler durchforsten, um dann die Wismutgeschichte nach verschiedenen Bereichen darzustellen. Bergmänner sind sozusagen eine Kategorie, aber eben nur eine. Wir gucken auch nach medizinischem Personal, wir schauen nach pädagogischem Personal, nach Akademikern, nach Handwerkern. Bis Juni 2021 soll die Forschung abgeschlossen sein. Die Ergebnisse wollen die Wissenschaftler auch im Internet präsentieren. Dort wird dann auch Karl-Heinz Gründels Geschichte zu sehen sein. Okay, zurück zur Präsentation. Und damit kommen wir auch zu unserem Projekt, zu den Zielen und Ergebnissen unseres Projekts und auch zum Projektdesign. Also ihr habt schon gehört, das Ziel war es, 50 Zeitzeugen zu ihrer Lebensgeschichte zu befragen. In dieser Abbildung sehen wir eine Aufspaltung unserer gesamten Kontakte. Ich hoffe, man kann das unten geschriebene erkennen, aber das sind die Zeitzeugen aufgespalten nach Zeitzeugenkategorien. Denn unser Ziel war es, ein möglichst breites Bild der Wismut abzubilden, also nicht nur Bergmänner zu befragen, sondern auch Angehörige von anderen Berufen. Und die Kategorien waren Hauerinnen und Brigadierinnen, das waren die meisten Kontakte aus unseren Interviews, handwerkliches Fachpersonal, technische Spezialistinnen, Verwaltungs- und Ministeriumsangestellte, pädagogisches Fachpersonal, Gesundheits- und Pflegekräfte, Dienstleistende, Kunstschaffende und Sportlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Vertreter eines erweiterten Kreises, wie wir das genannt haben, das darunter verstanden wird, zum Beispiel Kinder von Wismut-Angestellten oder Bewohnerinnen von durch die Wismut geprägten Ortschaften und auch Vertreter der Erinnerungskultur, zum Beispiel also Museumsleiter. Und die letzte Kategorie, hier mit etwas Abstand eingezeichnet, sind die sowjetischen Spezialisten, die bei der Wismut gearbeitet haben. Insgesamt hatten wir 94 Kontakte mit Zeitzeugen. Geführt wurden bis jetzt 36 Interviews und geplant sind bis jetzt ca. 20. Hier in der Tabelle sehen wir, die schwarzen Balken sind immer eine Zahl der Gesamtkontakte und das violette ist die Anzahl der geführten Interviews und der grüne Balken sind die geplanten Interviews. Kommen wir damit zur nächsten Folie. Was ist also der Vorteil von Oral History? Warum überhaupt Oral History betreiben? Oral History wird auch als die Geschichte von unten oder die erzählte Geschichte beschrieben. Denn Leute werden zum Sprechen gebracht, die sonst nicht als Quelle für die Geschichtsschreibung herangezogen werden könnten. Zeitzeugen sind also Quellen, die es sonst in der Historiografie nicht gäbe. Und somit kann auch inoffizielles oder ganz alltägliches Wissen, welches nicht aufgeschrieben wurde, in die Geschichtsschreibung aufgenommen werden. Unsere Zeitzeugeninterviews sind dabei leicht strukturiert und sind in vier Bereiche aufgeteilt, an Anlehnung an bekannte Oral History Methoden. Sie sind offen gestaltet und es unterliegt den Zeitzeuginnen zu entscheiden, wie viele sie zu einem Thema erzählen möchten. Es geht darum, die Zeitzeugen möglichst frei und unverfälscht erzählen zu lassen. Das Interview beginnt immer mit einer Biografie der Zeitzeugin oder des Zeitzeugen in Bezug auf die Wismut. Und da stellen wir einfach die erste Frage, erzählen Sie über Ihr Leben und über Ihre Arbeit bei der Wismut. Und unterschiedliche Zeitzeugen erzählen auch unterschiedlich viel, im Schnitt aber von einer halben Stunde bis knapp über eine Stunde. Dann kommt der zweite Teil, das ist ein Nachfrageteil. Und der bezieht sich immer auf die Vorerzählung des Zeitzeugen. Und dort werden einfach Nachfragen zum Leben des Zeitzeugen gestellt, Verständnisfragen geklärt und so weiter und so fort. Danach folgt der dritte Teil und das ist ein Fragenleitfaden, den wir jedem Zeitzeugen stellen und zwar mit der Begründung, dass wir eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen möchten. Das sind meist Fragen zu politischen Zäsuren, zum Beispiel 1953, 1961, Bau der Mauer oder 1989, die Wende. Auch Fragen zur Gesundheit werden dort gestellt. Es geht darum, möglichst identische Fragen an alle Zeitzeugen zu stellen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Im vierten und abschließenden Teil orientieren wir uns an Gegenständen, die der Zeitzeuge oder die Zeitzeugin uns zeigen möchte. Und zum Beispiel kann das ein Fotoalbum sein oder Brigadetagebücher, Arbeitsverträge, Auszeichnungen. Der Zeitzeuge zeigt uns seine Gegenstände und ist dadurch angeregt, noch mehr zu erzählen. So kommt man unter anderem auch auf Themen, die man so an sich nicht angesprochen hätte.
Und genau, dabei war uns auch immer bewusst, dass wir mit unseren Interviews einen bestimmten Mehrwert generieren wollen, so wie wir das genannt haben, noch bis vor kurzem. Und zwar dadurch, dass wir uns entschieden haben, bestimmte Zeitzeugen danach auszuwählen und zu achten, dass sie bereits schon interviewt worden sind, sei es für Dokumentationen oder Radiosendungen oder schriftlich. Dadurch wollen wir einen Beitrag leisten für die Oral History an sich und den Forschern die Möglichkeit geben, zu entdecken, inwieweit sich Narrative von Zeitzeugen mit der Zeit verändern. Denn ein Zeitzeuge, der vielleicht vor 10 Jahren ein Interview gegeben hat, wird heute etwas anderes erzählen. Und das wollten wir nachprüfen. Neben den filmischen Interviews, denn einige Zeitzeugen wollten sich nicht filmen lassen, zum Beispiel bei Frauen. Frauen mussten sehr oft überzeugt werden, sich filmen zu lassen, weil da ganz besondere Befindlichkeiten geherrscht haben. Aber viele waren auch Online-Interviews einfach abgeneigt und wollten das nicht über das Internet machen. Und diese Zeitzeugen hatten die Möglichkeit, uns einen Steckbrief auszufüllen. Das waren ähnliche Fragen wie im Interview, nur dass sie das schriftlich gemacht haben. Genau, darüber hinaus senden uns viele Zeitzeugen Digitalisate, das heißt Fotografien, eigene Filmaufnahmen, Brigadetagebücher oder Auszeichnungen. Die digitalisieren wir und haben dann die Möglichkeit, diese in die Datenbank mit einzubauen. Daneben führen wir noch einen Blog mit dem Titel Urangeschichten, welchen ich später zeigen werde. Aber auch in unserem Blog hatten die Zeitzeugen die Möglichkeit, selbst eigene Beiträge zu verfassen, was auch einige sehr gerne angenommen hatten, was uns sehr gefreut hat. Genau, und sie haben dann also auch Blogbeiträge verfasst für uns. Ein Alleinstellungsmerkmal von unserem Projekt ist das Interviewen der sowjetischen Spezialisten, die es bei der Wismut gegeben hat. Zwischen den Jahren 46 und 91 waren bei der Wismut Tausende von sowjetischen Spezialisten beschäftigt und es gibt verschiedene Schätzungen. Die Zahl reicht von 30.000 Personen bis 150.000 Personen. Genaue Angaben sind nicht möglich, die existieren nicht. Diese Menschen hielten sehr oft Führungspositionen inne und waren auch an entscheidenden Stellen für die Entwicklung der Wismut zuständig. Und trotz dieser großen Anzahl an Personen der Sowjets gab es bis dato keine wirklichen Zeitzeugengespräche. Und die Gründe sind verschieden. Auf der einen Seite waren sie verpflichtet, über ihre Arbeit zu schweigen, Geheimhaltung. Und auf der anderen Seite gab es später, nach der Wende, immer noch eine sehr deutlich ausgeprägte Sprachbarriere. Denn viele deutsche Historiker sprachen nicht Russisch und umgekehrt. Und auch wenn wir unsere deutschen Zeitzeugen gefragt haben, ob sie Kontakte hatten zu russischen Kollegen, ob diese Kontakte freundschaftlich waren, wurde dies meistens verneint und gesagt, das war nicht so gern gesehen, wir hatten sehr wenig Kontakt zu russischen Kollegen. Und das erschwerte natürlich auch eine Kontaktaufnahme mit den russischen Spezialisten, weil wir über solche informelle Kontakte nicht verfügten und dort auch keine Anknüpfungspunkte hatten. Es konnte aber im Winter 2020, 2021 der direkte Kontakt zu einem russischen Wismut-Traditionsverein, übersetzt Väter und Söhne der Wismut ist der AG, hergestellt und mit dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Georgi Andreev, selbst ehemals ein Direktor bei der Wismut, konnte eine Zusammenarbeit etabliert werden, sodass Anzeigen, öffentliche Anzeigen auf der russischen Vereinswebsite geschaltet wurde. Und als Resultat melden sich bei uns 10 Zeitzeugen, allesamt Männer. Und nach werden sie zu ihrem Leben und Arbeit bei der Wismut in russischer Sprache interviewt. Bis heute sind 4 Interviews gelaufen. Daneben leistete der russische Traditionsverein seit 2008 sehr umfangreiche Arbeiten und sammelte zahlreiche schriftliche Zeitzeugenerinnerungen. Und es konnte auch eine Nutzung und Übersetzung dieser Erinnerungen in unserer Datenbank verhandelt werden, sodass wir die Erlaubnis dazu bekommen haben. Und das Ergebnis ist, dass wir über 83 russischsprachige Zeitzeugenerinnerungen mit insgesamt 611 Seiten Länge verfügen. Worüber wir sehr glücklich sind. Worüber wurde also gesprochen? Bei den russischen Zeitzeugen zum Beispiel dominiert ein Narrativ. Und das ist das, könnte man bezeichnen, das Uran für den Frieden-Narrativ. Das ist auch ein Buchtitel von einem sehr bekannten Buch in den Wismut-Kreisen in Russland. Und damit ist eigentlich gesagt, dass die Tätigkeit der Wismut, so wie Sie das sehen, für das nukleare Gleichgewicht der Supermächte absolut notwendig gewesen ist. Sie garantierte den Frieden zwischen den Supermächten.
In diesem Zweck war natürlich alles untergeordnet. Zwar gab es Verfehlungen und Probleme, man hat an diesen aber hart gearbeitet und im Großen und Ganzen hat sich die Arbeitsweise bewährt. Und als Kontrast dazu hatten unsere deutschen Zeitzeugen zum Beispiel, sie sahen das eher pragmatischer. Ich glaube, keiner von unseren deutschen Zeitzeugen sah sich als ein wichtiger Bestandteil des atomaren Gleichgewichts, sondern die sagten einfach, ja, die Versorgungslage war gut, die Wismut war in der Nähe, also habe ich mich da beworben, konnte meine Familie gut ernähren, deswegen war das erfolgreich. Also die Deutschen hatten einen sehr viel pragmatischeren Zugang dazu, zu der Wismut. Und ich habe schon erwähnt, dass wenn man die deutschen Kollegen gefragt hat, die deutschen Wismutter gefragt hat, ob sie Kontakte gehabt haben zu den russischen Kollegen, so wurde dies meistens verneint. Meistens, es gab Ausnahmen, aber meistens wurde dies verneint. Und die russischen Zeitzeugen erzählten aber was anderes. Jeder von ihnen berichtete eigentlich über Freundschaften, über informelle Freundschaften mit deutschen Kollegen, dass man sich mit der Familie, dass man sich mit den Familien besucht hat, dass man zusammen gefeiert hat und dass man ein sehr enges Verhältnis gehabt hat. Da gibt es also unterschiedliche Aussagen, was natürlich Forscher sehr gern untersuchen sollten. Und alles in allem herrscht ein positives Bild der Wismut, wofür es natürlich eine Reihe von Gründen gibt. Aber zum Beispiel in den schriftlichen Erinnerungen der sowjetischen Zeitzeugen sind aber auch sehr kritische Perspektiven enthalten. So beschreibt zum Beispiel eine Zeitzeugin ihr Leben in den 1950er Jahren bei der Wismut, welches noch von strengen Reglements der Geheimhaltung beherrscht gewesen ist und mit denen sie sich eigentlich nie anfreunden konnte. Und gleichzeitig sagt sie aber, dass in den 1970ern das Leben in der Wismut schon deutlich liberaler geworden ist. Es gibt also Unterschiede in den Narrativen der Deutschen und der Russen und es gibt nicht die eine Wismut, sondern es gibt verschiedene Epochen innerhalb der Wismut. Ein weiteres wichtiges Thema war die Gleichberechtigung der Frauen bei der Wismut. So haben uns zum Beispiel sehr viele Männer haben uns geschrieben, dass es keine Frauen unter Tage gegeben hat. Und in einigen Zeitzeugeninterviews könnten wir dies zum Beispiel auch wieder widerlegen. Zum Beispiel nach dem Krieg gab es auch Frauen unter Tage, die genauso gearbeitet haben wie Männer. Aber in den Punkten Gleichberechtigung waren zum Beispiel auch sehr viele Frauen zufrieden, dass es eine gute Versorgung mit Kindergärten gegeben hat und so weiter und so fort. Sehr überrascht hat uns zum Beispiel, dass das Thema Krankheiten und Umwelt, wofür es ja größtenteils berichtet wird in der Öffentlichkeit, dass das für die Zeitzeugen eigentlich keine große Rolle gespielt hat und sie kamen erst auf die Krankheiten zu sprechen, wenn man sie danach explizit gefragt hat. Und auch die Umweltschäden scheinen keine allzu große Resonanz gehabt zu haben, zumindest bei unseren Zeitzeugen. Und damit würde ich die Vorstellung unseres Projekts abschließen. Ich denke, es wäre vielleicht gut, wenn Zwischenfragen sind, sie jetzt zu stellen. Und wenn jetzt nämlich würde ich live in unsere Datenbank gehen und sie dort vorführen. Also wenn es jetzt noch Fragen zu diesem Teil gibt, bitte jetzt stellen. Okay, dann es gibt ja, also einmal gibt es die Backend-Datenbank, die wir jetzt sehen und dann gibt es noch einmal die Frontend-Forschungsumgebung, die seit einer kurzen Zeit existiert. Es ist noch ein Pilotprojekt, aber sie ist benutzbar und zuerst zeige ich euch die Struktur der Backend-Datenbank. Bei dieser war ich unter anderem auch für die Befüllung mit Daten zuständig. Die Datenbank ist aufgebaut auf dem Content Management System Plone und funktioniert eigentlich von der Benutzerperspektive her ähnlich wie WordPress. Das heißt, es kann auch von Nicht-Informatikern, also zum Beispiel von Historikern, benutzt und auch verwaltet werden. Also jeder, der zum Beispiel WordPress kennt, wird auch sich mit Plone anfreunden können. Hier sehen wir jetzt das Hauptmenü der Backend-Datenbank Wismut Erbeforschung. Es gibt eigentlich nur einige sehr wichtige Abteilungen, die von uns verwaltet wurden. Das ist zum einen sind das die Bestände und das sind die Inhalte, die das Team A aus Leipzig eingepflegt hat. Wenn wir auf Bestände gehen, dann sehen wir alphabetisch sortiert alle Archivbestände, die das Team A zu Wismut ausfindig machen konnte. Sie waren in sehr vielen Archiven, zum Beispiel im Wismut-Unternehmensarchiv, in der Bergakademie Freiberg und so weiter und so fort. Und hier in diesem Menü können wir diese ganzen Bestände alphabetisch auffinden. Daneben gibt es die Kategorien Ereignisse.
Institutionen, Orte, Personen und Publikationen. Das sind interaktive Kategorien, die eigentlich mit jedem Interview oder mit jedem Bestand verknüpft werden können. Das heißt, einer jeden Archivalie ist es möglich, ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Person zu verlinken und so auch eine Vernetzung innerhalb der Datenbankstruktur zu schaffen. Ich muss mich gerade anmelden. So, ich würde einfach aber jetzt in unser Zeitzeugenbestand gehen und einfach präsentieren, wie so ein Zeitzeugeninterview unter der Motorhaube sozusagen aufgebaut ist. Und zwar gehe ich dadurch auf die allerletzte Seite der Bestände, denn der Bestand von uns heißt Zeitzeugen-Interviews, also Z zuletzt. Wenn wir das anklicken, kommen wir in ein ziemlich einfach gestricktes Menü mit verschiedenen Datenbankfeldern, die jetzt von uns nicht ausgefüllt werden. Und wir sehen auch die Inhalte. Das sind die bisher gemachten Interviews, die bisher aufgenommenen Interviews, alphabetisch sortiert. Manche von ihnen sind rot, manche von ihnen sind blau. Die roten Interviews sind noch nicht fertig und noch nicht für die Veröffentlichung freigegeben. Die blauen Interviews sind dagegen fertig bearbeitet worden. Wenn wir nun ein Interview anklicken, zum Beispiel das Interview mit Hans-Georg Fischer, kommen wir in ein weiteres Untermenü und ich gehe jetzt am besten auf Bearbeiten, damit wir wirklich sehen, wie die Felder aussehen, die ausgefüllt werden können. Zum einen können wir natürlich den Titel ausfüllen, in diesem Fall Interview mit Hans-Georg Fischer. Ein Untertitel ist möglich, die Beschreibung des Interviews, falls notwendig. Der Interviewer wird eingetragen, in diesem Falle war es Astrid Million-Kirchhoff. Der Interviewer und die interviewte Person sind dabei als Person angelegt in dieser eigenen Kategorie. Das heißt, diesen angelegten Personen können biografische Daten beigefügt werden. Dort können auch weitere Beschreibungen vorgenommen werden. Dort kann eine Biografie verfasst werden. Auch Veröffentlichungen, die Person geschrieben hat, können dort angefügt werden. Ein weiteres Bearbeitungsfeld ist die Sprache, in diesem Fall Deutsch. Der Bestand, wo sich das Interview befindet, in diesem Fall das Zeitzeugen-Interview-Bestand. Man könnte eine Signatur eintragen, eventuell wird es noch später von Relevanz sein. Kommentare und Hinweise. Medientyp, in diesem Fall ist es ein Video. Die Dauer des Interviews 3 Stunden, 2 Minuten, 19 Sekunden. Der Ort, an dem das Interview stattfand, ist nicht eingetragen. Ich glaube, es war Gera, aber das trage ich jetzt nicht nach. Das müsste ich noch nachprüfen. Und das Datum des Interviews, der 9. September 2020. Ein weiterer Tab sind die Verknüpfungen. Und das sind nicht die Schlagworte, sondern das bezieht sich auf diese oberen Kategorien Ereignisse, Institutionen, Orte und Personen. Diese erwähnte Personen in Bezug stehende Ereignisse und erwähnte Orte müssen jeweils einzeln eingelegt werden. Und bei den Orten ist es zum Beispiel auch möglich, bestimmte Geokoordinaten einzufügen, sodass man später eine interaktive Karte erstellen kann und sodass auch Forscher mithilfe der Karte in der Datenbank navigieren können. Hinzugefügt werden auch die erwähnten Institutionen im Interview. Das sind meist die Bergbaubetriebe, wie hier in diesem Fall Bergbaubetrieb Reust, Drosen oder der Aufbereitungsbetrieb Seligenstedt, den ich jetzt auch in meinem Vortrag erwähnt habe. Oder aber auch Universitäten, wo die Personen studiert haben, die uns das Interview gegeben haben. Wenn wir jetzt auf die Kategorisierung klicken, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Feld und das sind die alternativen allgemeinen Schlagworte, die jetzt nicht unter Personen, Institutionen oder Orte fallen. Und in diesem Fall habe ich mich zum Beispiel dazu entschieden, die Schlagwörter so zu gestalten, dass sie wie eine Art kurzes Inhaltsverzeichnis der Vita der Person sind, sodass wir sehen können, Hans-Georg Fischer war in einem Jugendlager, war Facharbeiter für Bergbautechnologien, hat eine Lehre gemacht, war ein Hauer, war bei der Wehrdienst, Brigadier und so weiter und so fort. Es geht um das Yellow Cake und auch um
Elektriker oder auch um Unfälle. Alle diese Schlagworte sind natürlich später in der Frontend-Datenbank recherchierbar. Damit wäre es das auch eigentlich bei den Interviews. Genau, zu erwähnen wäre noch, dass wir noch die Möglichkeit haben, diesen Interviews Inhalte beizufügen. Und die sehen wir, wenn wir hier auf Inhalte klicken. Und in diesem Fall beim Interview mit Hans-Georg Fischer werden wir gleich sehen, wenn die Internetverbindung mitspielt, dass dort ein Video angefügt ist und auch ein Transkript. Okay. Dann schauen wir uns das Transkript einfach in der Frontend-Datenbank an. Genau, das war jetzt die Backend-Datenbank. Unter der Adresse wismut.saw-leipzig.de ist aber die Frontend-Forschungsumgebung verfügbar, die auf diese ganzen Daten des Backends zugreift. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach händisch, manuell nach den Beständen, nach Orten, nach Institutionen, nach den Personen, nach Ereignissen, nach Publikationen zu suchen. Des Weiteren haben wir natürlich aber auch eine Rechercheumgebung mit einer erwarteten Recherchesuche. In den Beständen können wir nach dem Titel recherchieren, nach dem Schlagwort, nach der Kategorie. Es gibt eine DDC-Notation und auch Jahreszahlen können angegeben werden. Des Weiteren können hier unten, weiter unten gefiltert werden, nach welchen Kategorien wir genau suchen möchten. Wenn wir zum Beispiel nur innerhalb der Bestände suchen wollen, sollten wir hier alle Häkchen abwählen. Und wenn wir uns zum Beispiel für, es gibt eine Kunstsammlung, wir suchen nach einem Bestand, nach einer Kunstsammlung zum Beispiel der Wismut, würden wir das hier eingeben und würden diese auch auffinden. Und glücklicherweise sehen wir jetzt aber auch das angefügte Video, was davor nicht funktioniert hat. Genau, also den Interviews kann man ein Video anfügen. Und wenn man dieses wieder abruft, werden wir sehen, dass es hier einen Player gibt, wo das ganze zweistündige Interview hochgeladen ist und aber auch mit einem Transkript versehen ist. Unsere Idee war nämlich, ist, dass wir die Zeitzeugeninterviews, die ja von 1,5 bis 4,5 Stunden dauern, möglichst benutzerfreundlich gestalten möchten. Und aus diesen Überlegungen heraus haben wir damit angefangen, Transkripte anzulegen, die den gesamten Wortlaut des Interviews wiedergeben. Diese Transkripte sind aber zusätzlich mit diesen Zeitlinks versehen, sodass der Forscher direkt, wenn er das richtige Stichwort für sich gefunden hat, damit der Forscher direkt an diese Stelle springen kann im Video. Und diese Funktionalität ist auch im Frontend enthalten. Wenn wir jetzt auf die Mediathek klicken und zum Beispiel, da habe ich was vorbereitet, zum Beispiel mögliche Forschungsthemen wären ja beispielsweise Strahlengefahren oder Krankheiten bei der Wismut und auch das Verhältnis, das eben erwähnte Verhältnis zu den sowjetischen Kollegen und auch Themen der Umweltzerstörung. Und dank dieser Verschlagwortung und der angelegten Volltext-Transkripte haben wir die Möglichkeit, gezielt nach diesen Themengebieten innerhalb der Interviews zu suchen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die erweiterte Suche öffnen würden in der Mediathek und dort angeben würden im Transkript, eine Suche im Transkript nach russischen Kollegen, man kann trunciert suchen, dann findet man etwas mehr, also mit Sternchen, also russisch Kollege und dann suchen, würden wir feststellen, dass 5 Interviews diese Worte enthalten. Und zum Beispiel Frau ich suche nach der Frau Bergholz nämlich. Na gut, aber dann können wir auch Hans-Georg Fischer ansehen. So, und das lädt jetzt.
So. Und damit kommen wir zu der Frontend-Darstellung der Zeitzeugen-Interviews. Also zuerst einmal haben wir natürlich den Titel Interview mit Fischer Hans-Georg. Es folgt eine Kurzbiografie, damit der Zeitzeuge besser einzuordnen ist. Das Datum des Interviews, geführt von Astrid Union-Kirchhof. Dann kommt ein großer Videoplayer und das Transkript findet sich dann in einem scrollbaren extra Fenster. Unter dem Transkript sehen wir die verlinkten Ereignisse, Orte oder Institutionen, die wir schon davor gesehen haben, die allesamt anklickbar sind und durch die man auch, das können wir uns vielleicht nochmal später bei der Diskussion anschauen, durch die man auch auf neue Inhalte und neue Interviews und neue Bestände kommt. Das heißt, wenn man jetzt auf Berlin klicken würde, würde man alle Bestände angezeigt bekommen oder alle Interviews angezeigt bekommen, die irgendwie mit Berlin in Verbindung stehen und markiert wurden. Und weiter unten finden wir noch die alternativen Schlagworte, die aber genauso anklickbar sind und die Datenbankinhalte genauso miteinander vernetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Grubenwehr klicken würden, würden wir auch andere Interviews finden können, die Grubenwehr beinhalten. Und wenn wir jetzt im Interview, wie würde ich jetzt also vorgehen, wenn ich jetzt nach russischen Kollegen suchen wollen würde? Wir haben jetzt das ja zuvor in der erweiterten Suche eingegeben und kamen auf das Interview von Hans-Georg Fischer. Nun haben wir mit strg plus f einfach die eingebaute Browserfunktion im Text zu suchen und da würde ich einfach jetzt russisch eingeben und da fragt zum Beispiel bei der zweiten Stunde 23 Minuten und 26 Sekunden die Frau Astrid Kirchhof, hatten Sie da Kontakt zu russischen Kollegen? Und wenn wir diese Zeitmarke davor anklicken, erlaubt uns das auch direkt im 2-3-stündigen Video an diese Stelle zu klicken. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Internetverbindung. Hatten Sie da Kontakt zu russischen Kollegen? Ja, aber eigentlich nur, wenn hier Preisamte waren oder sonst wo oder bei Befahrung. Dann sind ja welche mitgekommen. Aber sonst eigentlich nicht. Bei was? Bei? Befahrung. Wenn Monatsende, Monatsbefahrung oder Halbmonatsbefahrung war, da sind öfters mal einer mitgekommen. Da hast du die dann ja kennengelernt. Was ist eine Befahrung? Monatsabnahme. Da wird, was ich vorhin gesagt habe, Monatsende deine Orte bewertet mit Noten. Ach so. Okay, also er hatte nicht so den Kontakt mit russischen Kollegen, aber zum Beispiel wollen wir uns jetzt in diesem Interview auch darüber informieren, wie er das mit den Krankheitsgefahren gesehen hat. Und wenn wir jetzt eingeben würden, zum Beispiel krank, würden wir feststellen, dass wir in diesem Interview 31 Übereinstimmungen haben. Und zum Beispiel fragt die Astrid Kirchhoff, Sie sind ja später krank geworden, würden Sie heute sagen, da hätten die Vorkehrungen besser sein müssen? Und da klicken wir jetzt rein und hören uns an, was Hans-Georg Fischer dazu zu sagen hat. Okay. Es lädt jetzt vermutlich nicht, weil ich gleichzeitig eine Live-Schalte habe. Okay, gut. Aber so würde man in etwa vorgehen. Also ich würde vorschlagen, man sucht am besten nach den einen interessierenden Fragen am besten im Volltext, im Transkript. Man kann aber auch, wie gesagt, durch sich mit Hilfe von diesen Tags navigieren. Zum Beispiel ein populärer Tag wäre wahrscheinlich, das können wir jetzt probieren, zum Beispiel Halde. Tut mir leid, es gibt jetzt Internetprobleme. Das Interview möchte nicht laden, aber so ungefähr könnte man vorgehen und ich glaube, dazu können wir auch später gerne zurückkehren, wenn euch noch andere Recherchestrategien interessieren, die können wir uns dann natürlich ansehen. Jetzt würde ich noch zu der Öffentlichkeitsarbeit kommen und damit auch zum Blog.
bevor es diese Forschungsumgebung gegeben hat, die ich gerade gezeigt habe, war es uns wichtig, überhaupt eine Webpräsenz einzurichten und damit die interessierte Öffentlichkeit über unsere Arbeit aufgeklärt werden würde und wo wir auch uns vorstellen könnten. Und daher beschlossen wir, einen Forschungsblog auf der Plattform hypothesis.org einzurichten. Und das ist eine führende Blogplattform für die Geisteswissenschaften. Und unter dem Namen wismut.hypothesis.org wurde der Blog unter dem Titel Urangeschichten der Wismut-SDRG Erinnerungen an den größten Bergbaubetrieb der DDR im Herbst 2020 eingerichtet. Und dieser Name wurde auch bewusst zugänglich formuliert, damit möglichst viele Laien auch eine Vorstellung von den Inhalten bekommen würden. Und im Blog informieren wir in speziellen Unterabteilungen über die erstens Mitglieder unseres Teams mit Fotografien und Lebensläufen und auch, um auch möglichst nahbar zu wirken, damit mögliche Zeitzeugen uns ansprechen. Und das sehen wir zum Beispiel in dem Bereich Team. Das wird schon mal deutlich besser. Das Foto haben wir schon gesehen. Genau, das sind alle Teammitglieder mit Lebensläufen dargestellt. Einfach aus dem Grund, weil sehr viele Zeitzeugen, ich kann zum Beispiel nur für die russischen Zeitzeugen sprechen, aber sehr viele Zeitzeugen waren überrascht, dass sie überhaupt angerufen wurden. Und für zum Beispiel russische Zeitzeugen war es überhaupt seltsam, dass jetzt plötzlich so ein Anruf kam. Und die Frage kam natürlich sehr schnell, wer sind Sie, was machen Sie und woher kommen Sie und warum möchten Sie mich zu der Wismut interviewen? Denn es gab ja auch eine Geheimhaltung und viele da sind immer noch sehr misstrauisch. Insofern hat es geholfen, so einen Blog eingerichtet zu haben, damit man den Menschen erstens symbolisiert, wir sind wirklich reale Personen, wir sind wirklich Historiker, die sich mit der Thematik befassen. Es war uns auch wichtig darzustellen, sofort hier oben im sieht man die Logos und auch Wismut ist auch ein Teil unserer Logo-Auswahl. Das ist bewusst gewählt, denn viele Zeitzeugen identifizieren sich immer noch als Bergmann, immer noch mit der Wismut. Und für sie war es sehr wichtig zu wissen, dass die Wismut bei dem Projekt auch mit dabei gewesen ist, so dass sie Vertrauen schöpfen konnten. In dem Blog selbst haben wir Übersichtsartikel über die Wismut gebracht. Das war zum Beispiel hilfreich für einige Journalisten, die mit der Wismut zum Beispiel noch nie gearbeitet hatten. Und jetzt konnten sie sich zum Beispiel einen Beitrag von Dr. Rainer Kalsch, dem führenden Historiker auf dem Wismutgebiet, durchlesen. Wir informierten über die Veranstaltungen, so zum Beispiel über die Konferenz, die am 29. April gelaufen ist. Wir informieren aber auch über die Rahmenbedingungen des Forschungsprojekts, wer uns finanziert, seit wann es dieses Forschungsprojekt gibt, was der historische Hintergrund des Forschungsprojekts ist und so weiter und so fort. Der interessanteste Teil aber ist natürlich die Hauptwebseite, ist die Hauptseite, der Blogfeed. Und hier war die Idee, den Zeitzeugen oder auch den Journalisten zuerst darzustellen, was wir überhaupt machen und was man sich unter unseren Interviews vorzustellen hat. Und wenn wir weiter nach unten scrollen, werden wir sehen, da sind nicht nur textliche Beiträge, sondern da sind auch sehr viele Zeitzeugen-Videos, Ausschnitte aus Zeitzeugen-Videos. Da ist immer jeweils die Kurzbiografie der Zeitzeugin oder des Zeitzeugen angegeben und danach kommt meistens ein kurzer Ausschnitt zu einer bestimmten Thematik, die im Interview vorkam. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen was so von Ihrem Arbeitsalltag in dieser Leitungsfunktion. Wie sah so ein ganzer Tag aus? Ja, das war sehr bunt. Ich machte früher eine Arbeitsberatung mit meinen Mitarbeitern, da war ja die Planung und die Wirtschaftsabteilung war dabei und so weiter und so fort. Wichtig war es auch, dass die Zeitzeugen selbst Beiträge verfassen durften und auch sollten. Wir haben das immer sehr begrüßt und auch die Zeitzeugen danach gefragt. So hat zum Beispiel der Zeitzeuge Jürgen Ziller, ein Diplom-Bergbau, Bergingenieur, über den Transport des Erzes in die UdSSR geschrieben. Sehr interessant war es, dass sehr viele Zeitzeugen uns auch selbst auf diesem Blog angesprochen hatten. Man wurde auch angerufen und die Zeitzeugen wollten auch Stellungnahmen beziehen zu den Beiträgen, die dort veröffentlicht wurden, wenn sie zum Beispiel mit etwas nicht einverstanden gewesen sind, was ein anderer Zeitzeuge gesagt oder geschrieben hat. Und dadurch hat man auch natürlich neuen Input generiert. Dem Blog angeschlossen
gibt es auch eine neuere Facebook-Seite, weil mein Kollege Florian Manta irgendwann festgestellt hat, dass auch sehr viele Bergmänner sich auch auf Facebook in Gruppen organisieren. Und es gibt ja auch eine sehr etablierte Bergmannskultur im Erzgebirge. Und sehr viele interessierte Personen waren auch bei Facebook dabei. Darum hat er eine Facebook-Seite eingerichtet mit der Adresse facebook.com/urangeschichten und mit dem Titel Wismut Erbe Zeitzeugen, wo wir einfach die Beiträge des Blogs weiterleiten. In einer sehr kurzen und knappen Form auf unserem Blog aufmerksam machen. Bis jetzt gefällt diese Seite 73 Personen, 81 Personen haben diese Seite abonniert und wir bekommen auch immer wieder mal Anrufe von neuen Zeitzeugen, die auf uns über den Blog gestoßen sind. Manchmal ergeben sich auch interessante Kommentare. Zum Beispiel hatten wir das Interview mit Herrn Hans-Georg Fischer gesehen. Dieses Interview wurde auch auf dem Blog weitergeleitet und dann schrieb ein Zeitzeuge oder eine andere Person wie Hallo Hans. Er adressiert also den Hans-Georg Fischer, war mal kurz in einer Brigade, war die schlechteste Zeit überhaupt. Wir haben dann überlegt, ob wir mit dieser Person Kontakt aufnehmen möchten, ob er uns was zu erzählen hat, haben das dann aber sein lassen, weil wir dachten, es ist einfach nur eine persönliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Aber wie gesagt, die Aussage ist einfach, dass viele Zeitzeugen reagieren darauf und sie rufen uns auch an. Genau, wir hatten so circa 80 und 70 Likes bei Facebook und beim Blog hatten wir jeden Monat circa 500 monatliche Besucher und circa 2000 bis 3000 Seitenaufrufe. Genau, und damit denke ich, würde ich auch zum Ende des Vortrags kommen.